Leute, bestes Brieföffnermesser ever. Zack, so muss das gehen. Also, wenn ihr euch damit schneidet, dann ist der Daumen ab und ihr merkt es nicht mal. So scharf ist das Messer. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Das tut erst weh beim Annähen. Shit. Freunde, weiter geht's. Heute gehen die Videos raus. Ratzfatz, sag ich bloß. Ich habe alle im Team zur Arbeit angetrieben. YouTube-Millionär wird man nicht ohne Arbeit. Na, es sei denn, man macht lustige Katzenvideos, aber dazu kommen wir später nochmal. Ich habe hier noch ein ganz altes Messer von früher. Wir haben es überprüft, dass es gesetzeskonform ist. Zack, ihr seht schon, das Ding ist über 20 Jahre alt. Es schlappert und klappert alles. Die Dinger gab es früher ganz billig beim Fidschi von der Straße. Eigentlich soll das aufspringen. Aber jetzt ist es bloß noch ein Zweihandmesser. So, Klingenlänge. Gesetzeskonform. Einfach mal schnell gekürzt auf 8,3 cm. Und damit ist die Sache schon wieder legal. Aber ich rate es jedem, geht damit lieber nicht vor die Haustür. Also rumposen kann man zu Hause damit auch auf dem eigenen Grundstück und ein paar Tricks vorführen, was weiß ich. Ja, also das Ding, muss ich mal so sagen, ist allerbilligster Machart. Ich würde stark behaupten, es hat damals irgendwas um die 20 DM gekostet, nach der Wende, beim Fidschi auf der Straße. Und dann ist auch ganz schnell vorne das erste Stück der Klinge mal abgebrochen, weil wir bloß mal probiert haben, damit an der Tür zu hebeln. Das taugt nichts. Die Schärfe, wir haben es noch mal geschärft. Ja, naja, doch, hier, es geht wirklich. Könnt ihr noch mal schauen? Naja, zack, mit dem richtigen Schwung geht es wirklich. Ja, man darf davon nicht die Welt erwarten, das ist billigster Chinesenstahl. Aber mir geht es um die Machart an sich. Das ist ein schönes Andenken an früher. Ja, wie gesagt, die abgebrochene Klinge, die wurde von uns jetzt einfach gekürzt und schön ausgeschliffen. Dabei immer schön kühlen. Und dann ist die Sache wieder erlaubt. Sag ich mal so, feine Sache. Dadurch, dass hier alles vernietet ist, kann man auch nicht ohne weiteres das Messer demontieren, um vielleicht mal zu überprüfen, was mit der Feder hier hinten drin los ist. Die wird einfach bloß müde geworden sein über die Zeit. Oder aber massiv verdreckt. Ich weiß es nicht genau. Das war das Erste, was ich euch zeigen wollte. No? Hier haben wir noch unser polnisches Referenzmesser. Ja. Ne? Wenn ihr das mal seht auf dem Polenmarkt, das könnt ihr kaufen. Hier. Zack. So muss das funktionieren. Leute, bestes Brieföffnermesser ever. Zack. So muss das gehen. Also, wenn ihr euch damit schneidet, dann ist der Daumen ab und ihr merkt es nicht mal. So scharf ist das Messer. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Das tut erst weh beim Annähen. Ja, also wie gesagt, das hat bisher noch keins übertrumpft. Auch von den teuren. Ich habe da welche da für 80, 90 Euro. Und das ist im gekauften Zustand schon besser wie die Dinger, wenn ich da eine halbe Stunde dran rumgeschliffen habe. Leute, das könnt ihr euch kaufen. So, wer räumt immer den Müll weg? Ich. Gleich noch hinten dran. Was habe ich noch verbessert? Hier, ihr kennt alle. Letztes Jahr Silvester habe ich schon mal reviewt. Leute, das könnt ihr euch kaufen. Wunderbare Sache. Was habe ich verbessert? Hier sind ganz pottenhässliche, billigste Kreuzschlitzschrauben drin. Die habe ich erst mal rausgeschmissen. Die sind vom Baumarkt. Schöne Torx-Schrauben. Die könnt ihr euch wirklich zulegen. Ihr müsst eigentlich die kürzesten kaufen, die es gibt. Also es ist besser, man dreht die raus und geht damit in den Baumarkt, bei Bauhaus zum Beispiel, und messt vor Ort. Also ich habe dann da gestanden, ich habe jede einzelne Schraube mindestens 10 Minuten lang bearbeitet, abgesägt, schön befeilt und reingedreht. Und dann haben die gepasst. Also ich hatte die etwas längeren gekauft. Leute, kauft gleich die kürzeren. Das wertet also die Waffe nochmal um drei Noten auf.
Und damit werden wir dieses Jahr zu Silvester viel Spaß haben. Wir werden dabei noch filmen, schießen, Raketen. Und da werden wir mal gucken. Aber wir brauchen keine Bedenken haben. Diese Waffe wird funktionieren. Da gibt es schon genügend Schusstests im Internet. Das Teil funktioniert. Wie gesagt, könnt ihr kaufen. Die Zoraki 914 ist das übrigens. No? Wollte ich euch mal kurz gezeigt haben, dass das dann einfach schöner aussieht. Die Schrift haben wir geschwärzt. Ganz billig, habe ich auch schon mal gezeigt. Jetzt eben neue Schrauben. Viel Spaß, Freunde!